So, erfolgreich in die neue Folge geschubst, machen wir auch gleich weiter. Nanba sitzt ziemlich in der Klemme, jo. Und was sagt Saiko? Wer hat dir denn die Blüte gegeben? Ich mache mir natürlich Sorgen wegen Nanchan. Aber ich bin neugierig. So, dann drehen wir mal mit Jung Jihan. Du willst wissen, wo Nanba-san jetzt ist, Kasuga-san? Ja. Hast du ihn schon gefunden? Nope. Ich sagte nur, ich hätte eine Idee. Sicher weiß ich es. Aber die Yokohama Lyumjang suchen ihn auch. Wo ist Nanba, ja? Das wissen wir ja, das sind ja die Auftragskiller sozusagen. Und wo ist Nanba dann? Nichts weist darauf hin, dass er Ichion verlassen hat. Solange die Geomijul ihn im Auge haben, wäre das unmöglich. Könnte er zur Polizei gegangen sein? Nein, die sind ja auch geschmiert. Ich glaube, das würde er nicht riskieren, jo. Er kann nicht wissen, welche Polizisten den drei von Ichin nahestehen. Tja, wo würde er dann hingehen? Wäre ich Nanba-san, würde ich mich bei die Japan am besten aufgehoben fühlen. Och nö. Die Japan? Sogar. Jo. Ich verstehe, es kann sein, dass sie bereit wären, ihn zu schützen. Ja, das stimmt. Also da war er ja auch perfekt untergetaucht. Richtiger Assassine der Nanba. Ich habe die Überwachung der Geschäftsstelle von Bleach Japan schon verstärkt. Wir haben ihn dort noch nicht gesehen. Er gesichtet, aber möglicherweise ist er auch schon drin. Was sollen wir machen, Ichiban? Sagen wir, erwischen Nanba und bringen ihn hierher. Das ist nicht meine Entscheidung. Aber wenn ihr nichts tut, werdet ihr die Auftragsmörder der Liu Yang ihn am Ende erwischt. Das ist nur eine Frage der Zeit. Verdammt, jo. Wir haben keine Zeit für sowas, Kasuga. Wenn wir ihn als erstes finden wollen, müssen wir vom Na. nach Nageleben. Wo ist die Geschäftsstelle von Bleach Japan? Das Hakuryu Carriage Highway, ihre Zweigstelle in Yokohama, ist in der ersten Etage. Ticken weit, dann gehen wir mal zum Hakuryu Building. Mal schauen, haben wir jetzt auch mal was ist das für ein Laden? Alter, immer diese Türen, ne, die man kaum sehen kann, ey. Kann ich da nicht rein? Hier ist doch Eingang, oder nicht? Irgendwas mache ich hier gerade falsch. Na, egal. Wahrscheinlich komme ich da doch nicht rein. Ja, die Oma, die enttäuscht mich nett. Willkommen, willkommen, Gil. Ah ja, Waffen und so, ne? Ich habe auch überlegt, neue Jobs zu suchen für die beiden und die auch mal umzuziehen, damit man auch was anderes gesehen hat. War das gerade ein Weihnachtsmann? Ein Panda. Ich weiß, das bringt XP, aber ich versuche immer. Aber manchmal klappt es nicht immer. Aber so, doch, das hätte geklappt.
Alter, da ich jetzt nicht geblockt. Was hat der denn gemacht? Ein Schlagring oder was? Mit Elektro? Okay, na gut, schaffen wir doch. Und es gibt ja auch XP. Wir müssen ja auch leveln, weil ich habe ja gerade gesagt, ich möchte Jobs höher gehen. Die auch kämpfen. Oh, das war's fürs Leben. Pisalu oder so hatte ich da eben gerade. Neuen Tsuji-Deck-Eintrag. Gefällt mir. So, den Kampf hätten wir jetzt erledigt. Oh, da liegt was. Da liegt gar nichts. Naja, okay. Müssen wir auch die Taxis aktivieren, damit sie Schnellreise sind? Ich glaube aber nicht, genau. Ja, mei, da habe ich Zitel auf dem Hals geguckt, gell? Das Haus hat mich so fasziniert, dass ich das Auto gar nicht gesehen habe. Das war so ein Part-Time-Hero-Job, aber ich gehe mal weiter, ja. Na klar, sind sie genau da, wo ich auch rein muss, ne? Du hast es geschafft. Jo. Wer bist du? Ich bin hier, um dich zu töten. Wie das Dreckstück Matsu. Matsu? War das nicht der Typ, den die Geomijil angeheuert hatte, um die Bar anzugreifen? Moment mal, den hast du getötet? Auf wessen Befehl? Auf niemanden. Das war meine Entscheidung. Songhui hat rumgemeckert. Ich wäre zu weit gegangen, aber die ist einfach feige. Und ich lasse mir von Feiglingen nichts befehlen, also bin ich weg von der Geomijul. Meine neue Partnerschaft bringt mir jetzt schon einen viel größeren Gewinn. Und wer soll das sein? Brauchst du nicht zu wissen. Besonders, da du mir nicht vorkommst. Du wirst sterben. Genauso wie Matsu.
zum Glück daneben. Das war's. Kein spezieller Zuschauer-Eintrag, naja. Finden wir hier Bleach Japan? Ich sehe Licht in der ersten Etage, da ist jemand. Wer weiß, wer da drin auf uns wartet. Wir sollten vorsichtig sein. Jo. So, da unten steht ja Bleach Japan. Information und was haben wir noch? Ist auch dran. Oi, dare da konna jikan ni? Domo, Kume-san dakke? Kyuu ni oshikagete warii in dakedo. うちの連れが来てるんじゃねえかと思ってね。お前ら、なんでここだと。よう、一番。やっぱりここにいたんだな。ナンバー、偉人さんから殺し屋が向かってる。ハンピン・リューマンの奴らだ。ハンピン・リューマン？コミジルじゃなくてか。こちらに来たのはあなた方だけですか？ああ、俺たちだけだ。そうですか。難波さんにご用で。ああ、あんた誰だ？初めて見る顔だな。これでもよくメディアに露出してるんですがね。まだまだ認知されてないか。あ、本当だ。確かブリーチジャパンの代表で。ああ、俺もテレビで見たことあるぞ。小笠原と言います。このところ横浜支部を応援に来てましてね。特に偉人町は全国的に見てもグレーゾーンが幅を利かせ、警察もそれを野放しにしている。そこへ来てまさか偽札作りまでとは全く信じがたい。もう難波から全部聞き取ったわけか。なら悪いことは言わねえ。あんたらすぐこっから逃げろ。なんならそれまで俺らがついてやってもいい。ナンバー、お前もさっさと逃げろ。春日、お前最初からそのつもりだったんだな。なぜ私たちが逃げなければならないんですか？偽札に関わってるのはコミジュルだけじゃねえ。清流会とハンピン・リューマン、それぞれのトップも承知なんだ。秘密を知ったナンバーに殺し屋を送り込んでる。となると、片木だろうが、ここにいるあんたらだって危ねえんだ。小笠原さん、殺し屋だなんてハッタリです。そいつは口がうまいですから、気にしない方がいいですよ。いや、本当のことでしょうね。え？最初、あなた方がその殺し屋かとも考えたんですが、肉の壁の殺し屋にしては、あなた方だけじゃ少なすぎると思ってました。は？殺し屋？少なすぎるって何の話です？やれやれ、久米君はまだ事の次第を分かっていないんです。ですが無知ゆえの勇気が必要でした。この偉人町でブリーチジャパンの支部長を務めさせるにはね。え？あの小笠原さん、一体何の話を？あんた本当に仇か？もちろんですよ。ただ普通の人よりはいろいろとものを知っているとは思います。さっきから何言ってんのこいつ。そろそろお願いできますか、ラオマ。ラオマ？
マブチが…なんでここに…ここは任せてもらっていいですよ、代表。うちはアフターケアも万全です。では、我々はこれで。行きましょう。おい、ナンバー、待てて。偽札のことはもう、全部この人たちにぶちまけだ。俺は弟を見つけてるだけだ。生きてても、万が一死んでてもな。小笠原さん、私はどうしたら。マブチ。間違いなゴミにお似合いの最後をくれてやれ。あんたがこんなとこにいるとは思ってなかったよ。安心しろ。うちのボスですら知るわけねえ。ずっと会いたかったぜ。俺らをはめてくれた礼を言えてなかったもんな。店長の分もよ。お前らに先に刻む権利をやる。Schwierig, weil die mit den Clown, die verursachen Bluten, das ist blöd ein bisschen. Und halt Schockschara wahrscheinlich auch. Mich kaufen wir Mabuchi auch besiegen, weil wir haben ja kaum Mana.三国時代の英雄関羽が持ってた武器だな。関帝廟の関羽の像も持ってるやつだ。ああ、あれね。もしかしてマブチってちょっと英雄気取りなの？だとしたらとんだ勘違い野郎だ。やつのプライドをあのボコごとへし折ってやろうぜ。してみろ。演説にビビってる。So, jetzt werde ich den Poundmate gönnen, und zwar die Oma. Ne?
Ach, die Oma war ja bei Pralinen Inc. Das hat ja original nichts gebracht. Schon ein bisschen härterer Kampf. Bisschen schwierig tatsächlich. Oh was, das klappt nicht immer? Sie zu Wirbel zu beleben, das ist ja krass. Yeah.
Was für Lade muss der Dude hier? Einfach mal. Jo, ich glaube, das war's tatsächlich. Nice. やってやるぜ。